Ich bin Arturin, ich bin 30 Jahre alt und ich möchte mich für Seven Force Wild Staffel 3 bewerben. Und mein Fuß ist kaputt. Und darauf werde ich jetzt zur nächsten Flugschneise hinhumpeln, um mich dort von den ganzen Flugzeugen belästigen zu lassen. Ich werde dort zum ersten Mal dort pennen. Ich hoffe auf viel Lärm und Belästigung. Ich glaube, ich bin angekommen. Hier werde ich heute übernachten. Eigentlich wollte ich als Bewerbungsvideo irgendwas Sportliches machen und mich so richtig herausfordern, mich so richtig zerreißen an meinen Herausforderungen. Aber weil ich in letzter Zeit in Italien war und ich werde gerade belästigt. Weil ich bis vor ein paar Tagen für 2 Wochen in Italien war, mit 40 Kilo auf dem Rücken ganz böse umgeknickt bin, 5 Tage lang Notfallbiwak gemacht habe, mit hochgiftiger Spinne im Schlafsack, dann nachts über von der italienischen Polizei erwischt und direkt ins nächste Krankenhaus eingeliefert wurde, dann dort für ein paar Stunden verweilt und 3 Tage vorm Krankenhaus gepennt habe und anschließend vom Sicherheitsdienst rausgeschmissen wurde und dann doch so einen richtig langen Nachhauseweg hatte mit einem Flixbus, ist man dabei doch nicht verheilt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, etwas Fußschonendes zu machen und zwar in der Flugschneise zu schlafen. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob ich hier genauso belästigt werde wie auf einem Bahnsteig. Oder unter dieser lauten Autobahnbrücke. Ich zeige dir gleich, wo ich schon mal 2 Mal drunter geschlafen habe. Okay. Und das geht die ganze Nacht so lang. Es wird demnächst eine Videoserie zur Italien-Tour geben. Und alle noch offenen Bierpause hole ich nach, wenn es meinem Fuß wieder besser geht. Ich bringe auf jeden Fall so einiges an Outdoor-Erfahrung mit, weil ich habe weitaus über 100 Mal draußen geschlafen im Freien und hatte die ein oder andere Survival-Situation gehabt. Wie zum Beispiel, dass wir in Portugal von der Flut überrascht worden sind beim Schlafen. Direkt im Schlaf. Das hat mich nass gemacht. Und dann mussten wir uns auf der Insel retten und konnten da nicht weg. Und mussten noch mal auf der Insel schlafen, weil das nicht anders ging. Und wir kamen dann nicht weg mit diesen ganzen Sachen, außer dass wir müssten schwimmen. Oder eine Klettersteigtour im Winter in den Alpen, wo wir wegen Lawinengefahr abbrechen mussten, weil da war überall zugeschneiter Tiefschnee gewesen. Oder 36 Stunden Busfahrt ohne Geld, ohne Essen und ohne Trinkwasser und kaputte Toiletten. Das war meine schlimmste Busfahrt meines Lebens gewesen. Ich hatte mich letztes Jahr für Staffel 2 auch beworben gehabt, aber weil ich leider nicht genommen wurde, hatte ich einen Seven Force Wild 7 Tage Selbstversuch auf deutschem Boden durchgeführt, aber mit dem Unterschied komplett ohne Gegenstände. Also kein Schlafsack, kein Messer, kein Tarp, kein gar nichts, sondern nur ich, meine Klamotten, Kameraequipment und das war's. Ich habe Werkzeug hergestellt, habe mit Ästen, Baumrinde und weiteren Naturmaterialien mein Shelter zusammengebaut, habe Flusswasser gesoffen und habe mich von Beeren, Knospen, Blumen, weiteren Pflanzen und von Baumrinde ernährt. Und obwohl ich jede Nacht gefroren habe und 6 Kilo verloren habe, bin ich nicht ganz an meinen Grenzen reingekommen und ich hatte auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also das heißt, ich denke, die 14 Tage würde ich ganz gut hinbekommen. Eigentlich koche ich sehr gerne in der Natur, aber weil ich wegen meinem Fuß heute sehr minimalistisch unterwegs bin, esse ich heute ein Brot. Und ich finde, dass mein Seven Force Wild 7 Tage Selbstversuch ohne Gegenstände viel zu wenig Aufmerksamkeit bekam. Deswegen habe ich das euch unten nochmal verlinkt und unten im Abspann. Damit ihr euch das nach dem Video hier angucken könnt. Guck mal hier. Die Sonne geht immer weiter runter und diese ganzen Lichter von der Flugschneise sind angegangen. Und hier sind eindeutig zu wenig Flugzeuge. Ich will hier noch viel mehr belästigt werden von diesen ganzen Flugzeugen. Die sollen hier mehr sein. Ich will hier nicht schlafen können. Das ist ganz wichtig. Oh Leute, wisst ihr, was mir gerade auffällt? In den letzten 2 Stunden kam kein einziges Flugzeug hier vorbei. Und wisst ihr auch warum? Weil laut Google hier diesen Flughafen hier keine Flugzeuge nachts überfahren. Das heißt, ich werde die ganze Nacht nicht belästigt. Das nervt mich, das ist scheiße fürs Video. Ich wollte unbedingt die ganze Nacht lang belästigt werden. Toll, jetzt muss ich bis morgen früh warten, bis ich endlich belästigt werde von Flugzeugen. Guckt euch diese ganze Luftfeuchtigkeit hier vorne an, diese ganzen Tropfen, die wir produziert haben. Die Luftfeuchtigkeit muss weg. Die ist kalt. Juhu, ich werde endlich von einem Flugzeug belästigt. Es wurde aber auch Zeit. Jetzt werde ich hier von den krähenden Hühnerköpfen belästigt.
Irgendwie fliegen mir hier viel zu wenig Flugzeuge lang. Ich mag das nicht. Ich will so einen richtig verfettigten Jumbo-Jet sehen, der mich so richtig stört. Das würde ich voll cool finden. Ich wurde schon wieder belästigt, das ist geil. Das Wetter ist schon wieder gut zu mir, das ist geil. Guck mal, da vorne startet ein Vollfettflugzeug. Ein Flugzeug ist über mich rübergeflogen, schon wieder. Der hat mich belästigt. Ich möchte berichten, dass ich überall erholsam schlafen kann. Zum Beispiel im Wald, am Fluss, auf dem Berg, in der Schutzhütte, am Fels, in der Höhle, im Lost Place, auf dem Trödelmarkt, im Flughafen, in der Sparkasse oder jetzt hier in der Flugschneise. Ich kann überall erholsam schlafen. Und ich habe auf jeden Fall schon so einige Herausforderungen durchgeführt. Und ich laufe seit 12 Jahren in kurzer Hose durchgehend rum. Ich habe 2 überfüllte Urkundenmappen und eine Aktentasche voller Medaillen und Auszeichnungen. Ich habe in der Vergangenheit viel Sport gemacht. Meine längste Mehrtageswanderung war fast 300 Kilometer quer durch die ganze Lüneburger Heide. Aber meine bisher längste Tageswanderung war 94 Kilometer in 23 Stunden. Ich habe 2 kaufmännische Ausbildungen abgeschlossen und bin ein Fachmann in der Softwareentwicklungsbranche. Aber weil ich wunderschön schräg bin, tue ich heute genau das Gegenteil. Und zwar euch im Outdoor-Bereich speziell unterhalten. Und deswegen bin ich zeitlich nahezu ungebunden und völlig flexibel für 7V's Wald. Hier vorne geht es um einen 7V's Wald 7 Tage Selbstversuch ohne Gegenstände. Gebt euch dieses Video und teilt meine Bewerbung an Fritz. Ich möchte unbedingt dabei sein.